Heute findet in Saurer zum vierten Mal das große Oldtimer-Fest statt. Entstanden ist die Idee bei einem Volksfest in Greilsheim. Man hat einfach gedacht, der Anlass des Volksfestes kann auch ein Anlass werden für ein tolles Oldtimer-Treffen. Über die Brauerei Engel ist der Gedanke dann ausgereift und sie haben in Saurach über das Rössle in Saurach ein tolles Grundstück gefunden, wo sie ihre Oldtimer aufstellen können. Ein Pferdehof mit allem drum und dran, aber der Platz ist für die Oldtimer. Hier sehen wir die Einladungen, wie sie heute zum vierten Mal an die Teilnehmer verschickt wurde. Es sind so viele geworden, dass man gar nicht mehr alle aufnehmen kann. Und zeigt einmal mehr, wie beliebt die Oldtimer-Treffen in Deutschland sind. So auch heute in Saurach im Hohenloischen. Aber gerade die Brauerei Engel hat es verstanden, mit ihrer Biermanufaktur Engel dieses Fest zu fördern. Wir haben deshalb mit Wilhelm Fach gesprochen, um mehr über das Entstehen dieses tollen Oldtimer-Treffens hier in Saurach zu erfahren. Joel, schön, dass du heute bei uns bist, in Saurach, bei unserem Oldtimer-Treffen. Kurz zur Geschichte, der ganze Oldtimer-Treffen überhaupt ist entstanden im Fränkischen Volksfest. Und zwar waren früher Prämierungen für Tiere und die sind dann irgendwann dann weggefallen, war keine Tiere mehr da zum Prämieren. Da haben wir gesagt, als Alternative wollen wir was machen und haben dann organisiert das erste Oldtimer-Treffen vor 10 Jahren. Und mittlerweile ist das eine richtige Gemeinschaft geworden, eine Familie, eine Engel-Oldtimer-Familie mit meinen Helfern. Also im Prinzip machen das unsere Helfer in erster Linie. Ich als Brauerei, als Biermanufaktur Engel, als Inhaber stehe dann dahinter. Und gemeinsam sind wir stark. Und wir wollten die Familie noch mehr zusammenspeisen und haben dann vor 4 Jahren dann hier am Frohen Leichnamstag eine zweite Veranstaltung ins Leben gerufen, wo wir die Engelfamilie, Oldtimer-Familie sich jedes Jahr trifft. Und wir freuen uns schon jedes Jahr, dass wir gemeinsam hier ein paar Stunden verbringen können und dass die Fahrzeuge vorgestellt werden können. Wie beliebt die Veranstaltung hier in Saurach ist, beweisen die vielen Gespräche, die Wilhelm Fach hier mit den Oldtimer-Besitzern führen kann. Alle sind sie dankbar und freuen sich über die Organisation und Unterstützung der Engelbrauerei hier im Raum Greilsheim. Eine tolle Idee hat sich durchgesetzt und es macht Spaß, hier zu sein. So sieht es auch Siegfried Bullinger, der von der ersten Stunde an dieses Sauracher Oldtimer-Treffen begleitet mit seinem eigenen Fahrzeug. Ja, Joe, das ist jetzt die 4. Veranstaltung und alle Veranstaltungen habe ich besucht und jedes Mal super Teilnehmer. Dieses Jahr haben wir prima Wetter, ja. Also es könnte nicht besser sein. Genauso sehen wir es auch von Las Vegas Fanproduktion und legen mal kurz die Kamera zur Seite, um die Oldtimer mal richtig anzuschauen. Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an Wilhelm Fach und all an diesen, die an der Organisation zu diesem großen Tag der Oldtimer hier beigetragen haben. Hier in Saurach im wunderschönen Hohenloischen.